TikTok oder Evangelium? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte Jesu aus der Bergpredigt. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Einmal sprach ich mit jungen Leuten, wie sie denn ihren richtigen Lebenspartner suchen. Ich war überrascht, als ich hörte, dass das Videoportal TikTok ihr Lebensratgeber ist. Ich vermisste schmerzlich jeglichen christlichen Glaubensbezug. Ein anderer Jugendlicher erzählte mir, dass er im Internet viele tausende Fans habe. Mir fielen seine zerschnittenen Arme auf. Und ich fragte mich, was er den anderen rät, wenn er sich selber so viel Leid zufügt. Bei Erwachsenen ist es vielleicht nicht TikTok, aber andere Plattformen wie zum Beispiel Facebook, von denen sie sich intensiv beeinflussen lassen. Voll Freude denke ich dagegen an andere Menschen, auch Jugendliche, die täglich das Evangelium betrachten und verinnerlichen und sich bemühen, die Gebote Jesu einzuhalten. Ja, bei vielen sehe ich, Jesus hat sie sichtbar gesegnet. Im Licht des heutigen Wortes Gottes dürfen wir uns fragen, wer ist denn mein täglicher Ratgeber? Und führte mich dieser Ratgeber zur treuen Erfüllung der Liebesgebote Jesu? Oder entfernte mich von den Geboten Gottes, die meinem Leben Sinn, Orientierung und Halt geben? Mit der Heiligen Kreuzreliquie will ich mit dem Segensspruch des heiligen Antonius beginnen, mit der Bitte: Jesus, befreie uns von allen Ungeistern, die uns von deinem Evangelium und deinen Liebesgeboten weggeführt haben. Ece, crucem Domini, fugite partes adverse, vicit Leo de tribu Juda, radix David, Alleluia. Sehet das Kreuz des Herrn, fliehet ihr feindlichen Mächte, denn gesiegt hat der Löwe vom Stamme Juda, Davids Sohn, Halleluja. Und im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, unserem Lehrer und Meister, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes dich von all deinen Glaubenszweifeln, Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes will, so geschehe es und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut, bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.